Mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video möchte ich dir etwas zum Leiterschaukelversuch erzählen. Der Versuch, mal kurz erklären, was wir hier haben. Hier haben wir eine Stromquelle, das ist sehr wichtig, weil hier mache ich im Prinzip sowas wie einen Kurzschluss. Und bei einer Stromquelle gebe ich halt den Strom vor, der maximal fließen soll. Hier habe ich so um die 5 Ampere eingestellt. Und dann habe ich hier ein Leiter, ein Stückchen Metall eben, Metallröhrchen, was hier an, es ist ein Röhrchen, damit es halt leichter ist. Und das hängt hier an zwei leitenden Fäden. Und blau ist negativ, rot ist positiv. Und das heißt, hier habe ich jetzt noch ein Magneten, Hufeisenmagnet sagt man dazu, rot ist der Nordpol, grün ist der Südpol und ja, schauen wir mal, was so passiert, wenn ich jetzt mal einschalte. Und man sieht ziemlich deutlich und stark, dass dieses Stückchen Leiter das Metallröhrchen praktisch in den Magnet reingezogen wird. Ja, es könnte mal auf die Idee kommen, ein bisschen zu spielen. Ich drehe das einfach mal rum. Und wie man sieht, geht es jetzt in die andere Richtung. Nochmal, weil es so schön war. Ja, muss so ein bisschen gucken, dass es nicht abhaut, aber hat man schon gesehen, geht in die andere Richtung. Gut, dann spielen wir hier oben, drehen wir das Ganze mal und wenn ich jetzt wieder einschalte, wird es reingezogen. Das heißt, hier umkehren bedeutet hier unten auch umkehren. Das kann man natürlich noch ganz so ein bisschen genauer machen und zwar mit Hilfe der linken Hand. Wenn ich jetzt hier so meine drei Finger auf diese Art und Weise nehme, habe ich praktisch ein Koordinatensystem. X, Y, Z kennst du bestimmt. So. Was macht das? Der Daumen, der zeigt in Richtung der Elektronen, also in welche Richtung die Elektronen fließen. Die fließen ja von Minus nach Plus, Blau war Minus, Rot war Plus, also auf dich zu. Der Zeigefinger zeigt in Richtung des Magnetfeldes, also von Nord nach Süd. Rot war Nord, Süd war grün, also nach oben. Und der Mittelfinger, der zeigt in diese Richtung. Und wenn ich einschalte, sieht man, dass das Ganze stimmt. So, jetzt machen wir noch eine Aufgabe für dich draus. Wir tauschen mal hier oben. Das heißt, Minus ist jetzt auf deiner Seite, Plus ist bei mir. Das heißt, die Elektronen fließen auf mich zu. Gleichzeitig drehe ich hier auch das hier rum. Das heißt, jetzt ist oben Nord und unten Süd. Gucken wir uns das Ganze an. Die Elektronen fließen auf mich zu. Von Nord nach Süd. Und wieder zeigt der Mittelfinger in diese Richtung. Gucken, ob es stimmt. Und siehe da, es stimmt. Also, nochmal ganz langsam. Die drei Finger. Der Daumen zeigt immer in die Richtung, in die sich die Elektronen bewegen. Der Mittelfinger immer in Richtung des Magnetfeldes, also von Nord nach Süd. Und der Mittelfinger zeigt dann dahin, wo sich sozusagen die Kraft wirkt. Und die Kraft, die wirkt, die hat auch noch einen Namen. Das ist nämlich die sogenannte Lorentzkraft. Und die steht, wie man hier sehr schön sieht, immer senkrecht auf einmal der Bewegungsrichtung der Elektronen und dem Magnetfeld. So weit, so gut. Das war die Leiterschaukel.